Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Star Wars Battlefront 2. Ich bin Stormmaker von Gamers Revolution. Wir waren letztes Mal unterwegs, haben eine Raumschlacht geschlagen, soweit ich weiß. Oder? Nee, oder? Auf jeden Fall haben wir Kamino verteidigt in der letzten Folge. Und jetzt wollen wir Polis Massa einnehmen mit einer, wie ich meine, neuen Taktik. Das ist eine Karte, wo es relativ schnell dazu kommen kann, dass man verliert. Hier haben wir den Anführer Yoda dabei. Und diesen Punkt hier, genau den hier. Den müssen wir um jeden Preis halten. Deswegen. Das ist wichtig, weil die sind hier. Die sind sehr stark am Advancen. Und was ich jetzt probiere ist, mal bin ich immer vorangerannt, aber jetzt werde ich das die Drohnen, die Klone übernehmen lassen und werde mich hier immer mal hin bewegen, um die hier auszuschalten. Dass sie gar nicht in die Versuchung kommen, das Ding einnehmen zu können. Okay. Machen die Drohne gut. Könnte ich ja vielleicht auch mal mitgehen dann. Normal scheitert das immer daran, dass die Klone nicht mitkommen. Aber diesmal scheint es so zu sein, als könnten sie das. Da ist der Machtwurf mal. Er macht halt nicht so viel. Ist nicht so toll, wie er sich vielleicht anhört. Er macht auch nicht so viel Schaden. Wie man denke, dass so ein Machtwurf machen könnte. Hier ist keine. Warum nicht? Gut, da sind ein paar unterwegs, aber das könnte ich abfangen. Genau das darf jetzt nicht passieren. Wir dürfen den hier nicht verlieren. Du tot bist jetzt. Bah. Auf den Schotthaufen mit euch. Nach Ruxus Prime. Da wohin gehört hier. Könnt ihr wrecken auf Ruxus Prime. Das ist all mit dem anderen Schrott, der da auch noch rumliegt. Ich glaube, wir machen das gerade ziemlich gut. Ich glaube, diese Methode, die ich hier mache, ist effektiver, wenn man hier so ein bisschen also immer so gucken, dass die nicht den Chokepoint da einnehmen und dann immer hier die beschäftigen. Wäre auch ein katastrophaler Fehler. Ich meine, es ist auch ein katastrophaler Fehler, sich mit Yoda anzulegen. Aber wir werden sehen. Den macht er fertig, komm. Der so hin. Zwei haben sie noch. Sind die wirklich da hinten?
Hier ist noch eine. Okay, das war's. Das war dann nicht mehr Option für sie. Meine neue Taktik hat funktioniert. Das ist schön. Ich bin zufrieden mit meiner neuen Strategie. So, wo baut ihr denn jetzt wieder was? Da. Wollt ihr wieder Kamino probieren einzunehmen? Die wollen wieder scheitern. Ich bleibe bei meinem Anführer. So, jetzt haben sie noch hier noch einen. Da werden wir uns jetzt auch mal hinbewegen. Oh. Oh. Sie wollen der Buh. Soll mir auch recht sein. Soll mir auch recht sein. Sie werden auf jeden Fall verlieren. Das steht fest. I'm a Jedi Master. Ja, die können sie selbst machen. Schon mal einen guten Anfang gemacht. Die nehmen das hier ein, das ist schön. Dann kann ich ja schon mal weitermachen hier. Mit der Road Tour durch. Nabu. Wir nehmen den nächsten Kontrollpunkt ein. Kommandoposten, Kontrollpunkt ist egal. Ist eigentlich dasselbe. Denn Kommandoposten und Kontrolle, das ist ein. Das ist dasselbe, würde ich sagen. Was machst du denn hier? Gut, es läuft. Die Republik hat einen Kommandoposten unter ihrer Kontrolle. Feindliche Verstärkung lässt nach. Der zerpflückt sich selbst. Das ist schön. Wir haben hier unsere Walker dabei. Das passt. Das macht Spaß. Ja, und Obi-Wan ist halt einfach. Ich glaube, Obi-Wan ist wirklich der Beste. Da kommt auch Yoda oder auch ein Mace Windu nicht mit. Ich glaube, mehr. Ja, es gibt noch einen Lady, der noch ziemlich gut ist, aber der leider nicht so oft vorkommt. Das ist zwar. Das ist Eda Secura. Die ist noch ziemlich gut, weil sie zwei Lichtschwerter hat. Und auch einen guten Kampfstil. Ich glaube, die hat nur eine Karte bekommen, leider. Das ist Filusha. Werden wir aber auch noch hinkommen. Es läuft besser, als ich erwartet habe. So wird es gemacht. Ich mache das Geschütz fertig. Eigentlich halten sie sich noch gut. Dafür, dass sie. Ja, okay. Ah. Aber sie sind besiegt eigentlich schon fast. Ich meine, was wollen die da großartig machen? Wir sind ihnen zahlenmäßig überlegen. Und das ist der Schlusspunkt für ihre Invasion auf Naboo. Sie wurde erfolgreich zurückgeschlagen. Ich glaube, wir können. Sollten wir vielleicht eine zweite Flotte bauen? Es wird schon irgendwie Sinn machen, oder?
könnten wir das Dreieck hier einnehmen und müssten nicht bis ganz nach hinten, aber gut. Wir müssen den Weg hier eigentlich sowieso gehen, also insofern. Was hat er dabei? Ich weiß nicht, ob das nicht lohnt. Nee, ich glaube, das macht keinen Sinn. Mustafa, das hole ich mir noch. Also das verteile ich jetzt noch. Dann machen wir Schluss. Geht ja schnell, denn wir haben Obi-Wan! Ein Jedi für alle Fälle. Warum kann das mein Computer nicht? Oh, scheiße, sorry. Das war keine Absicht, mein Freund. Drohnen. Klonkrieger. Du Django-Abschnitt. Verschnitt. Die Methode, die ich letztes Mal hatte, hat sich als sehr effizient erwiesen. Also warum sollten wir sie nicht nochmal einsetzen? Never change a running system. Das läuft wieder gut. War ja auch ehrlich gesagt nicht anders zu erwarten, oder? Aber ich glaube, diesmal werde ich das etwas abändern. Das läuft eigentlich genauso, wie es sein soll. Das gehört uns. Du redest wieder Schwachsinn hier. Wo sind die in Überzahl? Bist du auf demselben Schlachtfeld wie ich? Ja, jetzt kommen natürlich alle hier. Okay. Aber wir haben es gut runtergedrängt. Wir werden mal den Klontechniker nehmen. Mit dem Fusionsschneider können wir nicht arbeiten. Ja, ich sehe sie da hinten kommen. Ich sehe es. Ah, jetzt die Anlage ist total schlecht. Wir machen das aber nochmal.
Au. Au. Ach scheiße, würde ich gerade ein Heilpaket hinlegen. So, eine noch. Noch ein Kommandoposten für die Republik. Feindliche Verstärkung lässt nach. Obi-Wan. Lohnt sich, glaube ich, nicht. Hören Sie weiter. Verstanden. Ja, da ist er. Ach, lass mich doch einen übrig, mein Gott. Ah, okay. Ist hier das da hinten? Hier in der... Könnte sein. Aber auf jeden Fall ist er tot und wir haben damit auch Mustafa verteidigt. Die Republik hat Credits für die Verteidigung von Mustafa bekommen. Ist okay. Alle Flotten erwarten Befehle, Sir. So, kaufen wir noch den Bonus nochmal neu ein. Denn er ist ja unerlässlich für uns, wie es aussieht. Bonus Anführer gekauft. Alle Flotten. So. Das war also Let's Play Star Wars Battlefront 2 für dieses Mal mit der Galaxieeroberung. Wir haben, ja, gut Progress gemacht. 1, 2, 3, 4, 5 und noch eine feindliche Flotte fehlt uns und dann haben wir die Galaxie erobert. Bis dann, ich war Sormacher von Gears Fusion. Danke, dass ihr es geht.